Wo geht's hin, Sam? Zurück zu Brady Cultures Heim für ehemalige Kindersternchen. Ah, okay. Komm mit, Kleiner. Zeigen wir denen, was eine Hake ist. Krieg ich danach ein Eis? Gartenarbeit macht mich immer so hungrig. Das hier erinnert mich an den Ort, wo Tante Trudi lebt, mit dem antiseptischen Geruch, den Gummimatten und dem riesenhaften, stummen Indianer. Klingt, als könne man da eine Menge Spaß haben. Oh ja, besonders nach der täglichen Pillenausgabe. Ist denn hier keiner? Alle sehen so gut aus, hier in Cultures Clubhouse. Ach, du pickliger Papagei mit peroxidblondierter Perücke, Brady Culture, wie ich annehme. Ihr wisst, wer ich bin? Wow, schurkische Pläne funktionieren also doch. Nun werd mal nicht gleich hektisch, dreiwettertaft Freeland-Police, wenn ich vorstellen darf. Weiß ich. Auf euch hab ich ja gewartet. Ist das so? Dann lass das nächste Mal bitte die Vordertür offen. Spart eine Menge Ärger. Wenn ich vielleicht erklären dürfte... Da haben wir wohl einen längeren Monolog ausgelöst. Gut, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Tasse Jagdbutter habe. Ich habe nie viel gewollt, außer von der ganzen Welt geliebt zu werden und in der Herbstsaison 1971 die Einschaltquotenstatistik anzuführen. Aber nein, diese wertlosen Schwachköpfe, diese Limo-Lollis mit ihren putzigen, aufeinander abgestimmten Hemdchen und ihrem niedlichen Getreller kommen und stehlen mir meine Zuschauer. Ich habe nie wieder eine andere Rolle bekommen. Und jetzt wollt ihr zwei Bürgerwähler einen armen, glücklosen Schauspieler auch noch daran hindern, die gesamte fernsehende Bevölkerung per Massenhypnose zu seinem ewig treu ergebenen Publikum zu machen? Wie grausam. War's das? Ich glaub schon. Also... Ups. Da ihr ja leider meinen schönen Plan versaut habt, meine Erzrivalen für mich Reklame laufen zu lassen, müsst ihr jetzt wohl ihren Platz einnehmen. Nur in deinen Träumen, Culture. Nein, Freunde. In euren. Hey, das kitzelt! Werde Videolieferant. Was passiert denn jetzt? Oh nein! Oh nein! Was machst du denn da? Weiß nicht. Ich... Du wusstest es die ganze Zeit. Ich hab doch gesagt, es ist eine Verschwörung. Ich hab's dir gesagt, aber du wusstest das ja schon. Stimmt's? Nein, Bosco, ich muss Videos ausliefern. Ruft die CIA! Ruft Interpol! Ruft Mickey Rooney! Muss Videos... Mickey Rooney? Liefern... Zu weit. Oh, bitte, versuch's gar nicht erst. Das ist so genial. Oh, oh. Entweder bin ich gerade in Salvador Dalí-Wachsfigurenkabinett reingestolpert oder ich träume. Du liebst mich. Du betest mich an. Werde Videolieferant. Tu meinen teuflischen Willen und so weiter. Ach, du heiliges Hühnerhirn, ich bin immer noch hypnotisiert, wenn ich bloß noch wüsste, was mir Sibyl geraten hat. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Ah, genau. Hey Sam, ich bin hier oben. Oh, hi Kleiner. Brady hat meinen Körper geklaut. Ich hasse es, wenn Leute das tun. Hol mich endlich runter. Okay Kleiner, ich halte dich. Ich glaube, jemand muss deiner Karriere das Licht ausknipsen, Brady. Was? Nein!
Oh, dieser Brady Culture, wenn der lächelt, haut's doch glatt die Sicherung raus. Mag sein, dass ich's nicht oft zeige, aber ich liebe dich, Sam. Jetzt geh und wasch mein Auto. Ich frag mich, ob es was an der Bildqualität ändern würde, wenn ich da dran ziehe. Nein! Ich muss für alle Ewigkeit im Fernsehen bleiben. Nein! Oh ja, viel besserer Empfang. Ich werde jetzt... Hey, Käsekumpel. Was denn, Blödmann? Ich möchte dich meinem kleinen Freund vorstellen. Nein! Die Würde des Käses ist unantastbar! Nein! Der Käse wäre gegessen. Was tut das denn da oben? Hey, es ist lose. Wow! Das war das Lustigste, was ich erlebt habe, seit ich meinen Körper verloren habe. Nochmal, Sam! Was jetzt? Yay! Das war toll, aber Sam, sieh doch, ich bin wieder da, wo ich vorher war. Okay, warte, ich lass mir was einfallen. Whee! Wow! Hab dich! Yay! Ich glaube, das würde Max nicht besonders gefallen. Du, Mr. Culture, ich habe eine Überraschung für dich. Ehrlich? Für mich? Nein! Auweia. Danke, Sam. Bisschen zäh, aber ganz lecker. Oh, gerade fällt mir ein, ich muss weg. Tschüss, Max. Oh nein, er ist aufgewacht. Jetzt sind wir erledigt. Werd nicht hysterisch, Bosco. Alles in Ordnung. Ich bin doch bloß einer hundsgemeinen Videolieferhypnoseverschwörung aufgesessen. Okay, aber was ist mit deinem Mitverschwörer? Unheilige Unterhose am Mast eines sinkenden Schweineschwartenfrachters. Der Egomane mit der Frisselfrisur hat meinen Kleinen gekidnappt. Du hast nicht zufällig ein Bosco-Tech-Gerät, das hypnoseverursachende Energiestrahlen ablenkt. Einen Hypnoseblocker? Na, hatte schon mal vor, sowas zu bauen. Aber ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich muss schnell was finden. Danke, Bosco. Macht mich stolz. Max wird nicht erfreut sein, wenn er herausfindet, dass ich den Empfang ruiniert habe. Ich muss es ihm gleich sagen. Doktor! Ich muss herausfinden, wie man einen Hypnosestrahl abwehrt. Du bist doch eine Art Hirnspezialistin. Du weißt nicht zufällig etwas? Ach du lausige Laborratte. Und ob du was weißt. Raus damit, bevor meine Synapsen zu klebrigen Schlackepfropfen verschmurgeln.
Naja, es ist ein grober Missbrauch meiner ärztlichen Privilegien, dir überhaupt davon zu erzählen. Aber einer meiner technisch begabteren Patienten hat mir ein Diagramm von einer Vorrichtung angefertigt, von der er behauptet, sie wäre Hypnosestrahlen ab. Das ist genau der aberwitzig glückliche Zufall, den ich brauche. Es ist natürlich ein ungeheuerlicher Verstoß gegen jeglichen vernünftigen ethischen Verhaltenskodex, aber da du so eine Art Polizist bist, schätze ich, es ist okay, wenn ich dir das Diagramm gebe. Jetzt rächt sich endlich mein Mangel an technischem Know-how. Ich verstehe hier bloß Bahnhof. So gern ich dir helfen würde, aber Technik ist eines der wenigen Felder, in die ich noch nicht vorgedrungen bin. Sorry. Bosco, wirf doch mal einen Blick darauf. Was soll das sein? Eine Todesdrohung? Besser. Es ist eine Bauanleitung für die neueste Bosco-Tech-Innovation. Mal sehen. Ein Sieb für... Genau. Klar, kann ich bauen. Eins allerdings brauche ich noch. Und was? Etwas für das Antennending da oben. Antenne? Verstehe. Kannst du dir mit einer Behelfsantenne behelfen? So, okay, jetzt noch ein bisschen Bosco-Tech-Innovation. Und da haben wir ihn, den raffiniertesten Anti-Hypnose-Helm, den die Welt je gesehen hat. Jetzt wird alles gut. Oh, oh, die gute alte Piepenanzeige ist ja wieder mal fast auf Null. Ach, nimm schon. Halt einfach bloß diesen Brady-Culture auf. Der will mich fertig machen. Du bist die Schlagsahne auf dem Kuchen des Lebens, Bosco. Für den nächsten blechst du mir aber wieder. Ich komme, Max. Den setze ich lieber erst in Brady Cultures Heim auf. Mit dem altmodischen Modell lasse ich mich hier lieber nicht sehen. Regel Nummer 3. Bei Begegnungen mit diabolischen Schurken, die über Hypnosestrahlen verfügen, trage man stets eine schützende Kopfbedeckung. Gib den Lagomorphen raus, Culture. Sam! Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Dieser Johann Sebastian hier hat irgendwie bloß einen Song drauf. Was ist das? Eine Wiederholung? Haben wir die Episode mit dem hypnotisierten Hund nicht eben erst gesehen? Na, wenn ihr sie noch mal sehen wollt. Ein weiterer Triumph für hundsgemeinen Einfallsreichtum und stinknormales Küchengeschirr. Dein Drops ist gelutscht, Kalscher. Hier kommt die Kavallerie! Du hast über die Linien des Gesetzes hinausgemalt, Brady, Kalscher. Wir sehen alles. Und diesmal werden schon wir... Schon wieder hypnotisiert. Ihr erinnert euch doch sicher noch an die Kommandos, die ich euch gelehrt habe. Also, meine dumpfbackigen Schergen, attackiert den Hund. Autsch. Werdet Brady Culture. Tut meinen teuflischen Willen. Verehrt die Videos. Was für ein Unsinn. Attackiert den Hund. Verehrt mich. Nein.
Nein, mich, mich! Verehrt mich! Ihr seid meine Diener, meine! Attackiert Brady Culture. Nein, attackiert den Hund! Oh! Verehrt mich! Nein, mich, mich! Verehrt mich! Um mich geht es hier! Ich! Attackiert mich! Nein, mich! Attackiert mich! Mich, 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 mich! Ja! Ups, was? Ich meine, wartet! Sehr schlau, Sam! Hast ihn aufsteigen lassen wie ein kleines Mädchen beim Gummitwist. Meine besten Taktiken habe ich in der ersten Klasse gelernt. Ich habe versucht, dir Winksprüche mit den Ohren zu schicken, aber du weißt ja, dass ich dauernd das K und das V verwechsle. Du machst mich fertig, Kleine. Wir sollten diese armen Trottel wieder dehypnotisieren und dann ab nach Hause. Lass mich das tun! Du weißt, wie sehr ich unnötige Gewalt liebe. Das war's dann wohl, Max. Ein weiterer Tritt in das bleiche Gesäß des Verbrechens. Dem Himmel sei Dank, dass dieses ganze hypnotische Gedankenkonto allerdings nicht weitergegangen ist. Hätte wirklich ärgerlich werden können. Toll, in Ihrer Show zu sein, Myra. Ich bewundere Sie sehr. Aus irgendeinem Grund kann ich gar nicht aufhören, Sie anzusehen. You made me mess up. I can see you. Time out for number one. Soda works, gonna live with tiny gifts, soda fountain special birds, little bit of sexy.